Servus und hallo zu einem Special Spotlight, Temple of Death. Ganz am Anfang zwei Infos. Erstens, ich habe Zeitstempel reingepackt, wie das Video aufgeteilt ist. Und ganz wichtig, ich werde in diesem Video alle Geheimnisse, alle Easter Eggs, alles zeigen. Wenn ihr den Tempel noch nicht so wirklich kennt, würde ich euch empfehlen, das Video nicht weiterzuschauen, euch den Tempel runterzuladen, Link in der Videobeschreibung, und selber auf Geheimnissuche und so gehen. Alle anderen wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, ja, es wird wieder eins dieser Videos, wo ich erstmal ewig quatsch, bevor sie hier irgendwas wiegt, aber wie gesagt, Zeitstempel. Die Geschichte vom Tempel ganz kurz zusammengefasst. Ganz, ganz kurz. 2018, als Adventure Pack rauskam, wollte ich einen Ride bauen, der möglichst viel von den Fallen und so vom Adventure Pack verwendet. Und habe da was gebaut, so Blueprint-Größe, maximal 4000 Teile. Dann viele tolle Spotlights mit sehr guter Rückmeldung, unter anderem vom Brillibee und vom Hannibal bekommen. Das waren die Hauptspotlights mit sehr viel Feedback. Aufgrund vom Feedback haben wir dann entschlossen, einen Umbau vorzunehmen, so ein kleines Redesign mal eben. Das hat sich ein bisschen gezogen, habe zwischendrin auch die Lust verloren an dem Projekt, habe ein bisschen Pause gemacht, dann wieder weiterbaut. Letztendlich hat es dann 4 Jahre gedauert und im Februar, ich glaube am 13. Februar 2022, wurde das Ganze abgeschlossen. Ja, soweit, so gut. Das waren jetzt mal die grundlegenden Infos. Zu dem Temple of Death, wie er jetzt ist, habe ich auch ganz, ganz viele Spotlights schon erhalten. Was mich sehr, sehr freut. Unter anderem habe ich Spotlights, also nicht unter anderem, ich habe bisher Spotlights erhalten von Mickey, von Semi Ray, von Knork, von Brillibee, von Batch, vom Hannibal, von Random Planko, von Alle Rassen aus und von Thomas Freaks. Das von Thomas Freaks ist heute rausgekommen. Also heute, wo ich das aufnehme. Heute ist, glaube ich, Sonntag, der 22.05. Und alle genannten Vorstellungen sind auf der Steam-Seite verlinkt vom Tempel. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut euch das gerne an. Also, es sind sehr schöne Vorstellungen und interessant zu sehen, wie, mit welcher verschiedenen Herangehensweise die Leute sich den Tempel angesehen haben. Das war so die groben Infos. Ich habe hier tatsächlich jetzt kein Skript oder irgendwas großartig vorbereitet, wie ich euch den Tempel zeige. Ich habe zuerst überlegt, ja, mach's für Spotlight 350 oder so, so als großes Dingens. Nö, es kommt jetzt einfach so zwischendrin, als reguläres Special Spotlight. Tempel muss einfach Special Spotlight sein. Oder, ich weiß noch nicht, vielleicht habe ich es einfach nur so als Spotlight deklariert. An dieser Stelle sei auch gesagt, Planet Coaster ist nicht tot auf meinem Kanal. Spotlights gehen weiter. War jetzt länger Pause wieder, aber es geht auf alle Fälle weiter. Ich habe wieder Bock, mir was anzusehen. Und es wird nur ein bisschen dauern, aber es werden auch wieder Speedbuilds kommen. So viel dazu. Jeder, der sagt, ach Gott, schon wieder Tempel, jetzt stellt er die Scheiße schon wieder vor und redet schon wieder drüber. Ja, schau das Video nicht an, wenn es dir nicht interessiert. Alle anderen wünsche jetzt viel Spaß und jetzt ist Schluss mit Gequatsche, jetzt geht's los. Hier ist der Startpunkt. Hab viele Schilder gebaut auf Deutsch und auf Englisch.
weil es auch hoffentlich viele Englischsprachige anschauen. Ihr werdet begrüßt so von Spinnen. Hier hinten ist der Parkeingang irgendwo versteckt im Wald. Der Wald ist immer so gebaut, dass, also absichtlich so gebaut, dass man nicht durchschauen kann. Der ist blickdicht. Ja, viele Schilder, liest Steam-Beschreibungen mit WASD und so weiter und so fort. Das kennen wir alles. Dann geht's hier lang. Da steht dann, fahr zuerst den Coaster und dann such die Easter Eggs und so weiter. Das machen wir alles. Genau so. Zum Sounddesign, das war eins der letzten Dinge, die ich gemacht habe, wo ich es gebaut habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sounddesign und wurde dafür auch schon gelobt. Das gut sein soll, hier halt so voll die fröhliche Stimmung wollte ich machen. Less Pain ist eins von den Easter Eggs, das schauen wir uns nachher an. Much More Suffering ist der reguläre Weg. Und man hört schon, die Sound ändert sich so ein bisschen. Ich sag mal nix, bisschen oder weniger, dass ihr die Veränderung hört vom Sound. Passend zu den Glühwürmchen, die auch die Farbe ändern und erst bunt und dann bedrohlich werden. Genau hier gehen die Trommeln an. Leave. Hier Pentagramm, das ist kein Easter Egg, das ist einfach hier. Hier geht man dann durch den Wurzeltorbogen quasi und dann wird es richtig bedrohlich. So, was auch kein Easter Egg ist, aber irgendwie oft übersehen wurde oder von den wenigsten gesehen wurde, ist die Wand hier aus Skelette. Die finde ich eigentlich ganz toll. Nee, also, weil schon Eigenlob ist immer doof und selber vorstellen, was man selber gebaut hat, ist auch doof. Ist mir alles wurscht. Ich wollte ein bisschen warten und dann ein Video machen, wo ich alles zeige und das mache ich hiermit. Hier kann man natürlich ein bisschen rumfliegen. Ich habe mir dagegen entschieden, den Schriftzug so zu lassen, wie er war, sondern halt hier so die Steinblöcke hinzuwerfen quasi. Fand ich gut. Finde ich immer noch gut. Dann gehen wir mal rein. Ja, gehen wir einfach mal rein. Es heißt immer nicht durch Wände glitschen und so. Warum wird es hier so verengt? Ich hätte eigentlich den kompletten Gang enger bauen können. Aber Sinn, warum das hier so eng wird, ist tatsächlich einfach nur, weil hier der eigentliche Attraktionseingang ist und ich den irgendwie verstecken musste, wollte. Hier sind die komischen Poller. Und deswegen wird es halt hier so ein bisschen enger. Das ist der einzige Grund. Hätte man anders machen können. Warum das hier innen schwarz ist, weil Version 1 war komplett schwarz und ich habe das dann nach und nach so ein bisschen ausgebessert, aber ein bisschen was ist halt nur schwarz geblieben. Ja. Ein mehr oder weniger Fehler hier, die Verzierung unten, die wollte ich eigentlich durch einen kompletten Tempel ziehen, dass der am Wegesrand immer weitergeht. Habe dann aber letztendlich ist dann hier Schluss mit der Wegverzierung, weil warum auch immer ich das nicht fertig gemacht habe. Hier ist lange Warteschlange, es sind immer so Szenen dazwischen. Hier Mumie grillt so den Menschen und Vorratskammer, da steht nur einer. Alles wunderbar. Zieht sie quasi so durch, dass die Mumie mehr oder weniger immer der Böse hier ist. Hier, das war die Idee vom Hoshi, dass man hier so über die Brücke geht. Finde ich gut. Hier hat man dann das erste Mal so ein bisschen einen Blick auf den Coaster. Dann geht man hier weiter rauf. Und hier Play Me. Machen wir natürlich. Ist auch kein Easter Egg und so. Warum das hier ist, ich fand die Szene sehr gut, aber die war halt einfach zu lang, dass man es während der Coasterfahrt macht. Drum ist die jetzt hier so. Mal Play. Und dann blitzelt's. Die Mumie macht irgendwas.
Ja, und nur ein bisschen Gischerei. So. Das war das. Dann gehen wir hier rein. Hier ist auch eher... Also ich habe die komplette Verkleidung dann letztendlich neu gemacht. Weil hier war auch alles schwarz und das... Hier die Szene wurde aufgeragt. Was soll das überhaupt? Ja, die... Keine Ahnung. Einfach so Mumie, die so Zeugs macht irgendwie. Keine Ahnung. Ein paar böse Dinge hier und zerstückelt und so und liegt halt hier so rum. Ja, die Guillotine wurde mal gefragt, ob ich die selber gebaut habe oder vom Batch genommen. Nein, die habe ich selber gebaut und der Batch hat die Guillotine dann genommen und hat die verbessert. Muss man so sagen, hat er schöner gemacht und besser gemacht und mit rollendem Kopf und so. Hat er ganz gut gemacht. Schaut bei ihm im Workshop vorbei. So, nächste Szene ist einfach hier nochmal der Galgen dann. Natürlich nur alles angedeutet, weil bewegen die Objekte gehen nicht. Es flimmert hier sehr viel mit Z-Fight und so. Ist halt so. Dann weiter hier einfach. Die hängen da schon länger. Und ja, nochmal andere Szene. Ja. Und dann sind wir hier. Yay. Abfahrt. Hier die zwei aus dem Ghostbusters Pack, die dann nur irgendwann dazu gebaut haben mit ganz vielen Knochen und hängendem Pentagramm, paar Spinnen und so. Die Lichtstimmung gefällt mir persönlich hier schon relativ gut. Aber bevor wir lang quatschen, fahren wir natürlich fahren wir auch damit. Und dann zeige ich euch mal die ganzen Geheimnisse und die ganzen Easter Eggs. Innerhalb gibt es 4 Geheimnisse, außerhalb gibt es noch 5 oder 6 Easter Eggs. Ich weiß es gerade gar nicht mehr selber. So. Einmal damit fahren. Der Anfangsweg vom Coaster ist relativ identisch mit der Version 1. Im ersten Teil sind halt viele Kleinigkeiten, die die meisten gar nicht sehen, wie die Warmverkleidung hier zum Beispiel ausgetauscht und so. Der Hai, da muss ich auch was dazu sagen, der war... Ja. Im Livestream dann eine Idee einer Zuschauerin und fand ich cool, habe ich übernommen. Hier bei dem Pendel mit der Kugel, das runterfällt, ist immer gesagt worden, es ist zu eng. Nein, ist es nicht. Es passt haargenau. Sogar mit ausgestreckten Armen haben die Besucher keine Chance, dass die Kugel erreichen. Hier der komplette Raum war früher auch komplett schwarz. Ja, ein bisschen umgebaut. Der Raum, ja, im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich anders bauen können, aber das denke ich mal, bei sehr viel hätte ich anders bauen können. Unterm Strich muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Ja, hier gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen. Den Lava-Fluss fand ich quasi cool. Ich weiß gar nicht, wie viel 100 von den Lava-Explosionen das sind. Ja, gut, wie viel 100? Vielleicht sind es 100 oder 150, irgendwie so. Sehr viele jedenfalls. Vielleicht sind es auch plus 50. Ich weiß es nicht. Hier sieht man quasi fast gar nicht, dass da die Wasserfontäne, die sieht man quasi nicht vor dem ersten Looping.
hier der zweite Teil, ab wo man rausgeschossen wird, der ist komplett neu. Neue Strecke. Thematisierung dann natürlich auch neu, weil war vorher nicht da. Habe so den Eindruck, es könnte ein bisschen ein längeres Video werden. Da. Das war die Fahrt. Dann machen wir Stopp. Dann geht man hier raus. Immer mal davon aus, wir haben Schwierigkeiten damit, die Geheimnisse zu finden innerhalb des Tempels. Da habe ich dann Chamber of Spoiler eingebaut. Die Fahrt habt ihr nur so halbwegs im Kopf, wo was ist. Hier beim Ausgang Chamber of Spoilers kann man reingehen. Sicher, ja, wir sind mir sicher. First going on, in one und so weiter und so fort. Der kann machen, wie man will. Eigentlich Blödsinn. Secret One. Hint. Hier ist ein Fehler. Hier ist einfach nur ein Schreibfehler drin. Somewhere after set swings, swinging blade. The swings soll nicht da sein. Eigentlich sollte es heißen, somewhere after the swinging blade. Sollte eigentlich. Mir war der Fehler dann spätestens nach der ersten Vorstellung ist mir aufgefallen, aber ich habe am Workshop-Objekt nichts ausgebessert. Das ist so und da stehe ich dazu, da sind viele Fehler drin. Ist einfach so. Solution after the swinging blade, spider on the wall. Und nein, spider on the wall, die Spinne ist nicht das Easter Egg, die deutet nur den Weg zum Easter Egg an. Hätte ich anders formulieren sollen, könnte nur ausbessern, aber nö, war mein Vorsatz, wo ich auch dran festhalte, das Projekt ist jetzt abgeschlossen und da wird auch nichts mehr verbessert oder ausgebessert. Das ist jetzt einfach so. Secret 2, wie der Hinweis, Zombie Fire Treasure und in the room where are zombies, fire and treasure, end of the room. Right side, follow the tunnel. Es, ja, müsste eigentlich, habe ich mir gedacht, relativ selbsterklärend sein, aber war die Beschreibung auch nicht so gut. Und Secret 3, haben wir, where it all starts. Solution, go through door at the right operator room. Jupp. Und Secret 4, das zeige ich euch ganz zum Schluss, wer es noch nicht kennt. Am Ende dieses Videos gibt es dann Secret 4. So. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ich zeige es euch natürlich in der Reihenfolge, wie es vorgesehen war. Zu dem. Ja, warum hast du die Geheimnisse entlang der Strecke versteckt und so und was soll das überhaupt? Natürlich ist der Sinn davon, wenn Geheimnisse entlang der Strecke versteckt sind, dass sie die Leute den Ride einfach nochmal anschauen. Ganz einfach. Deswegen sind die Dinger entlang der Strecke versteckt. Quasi Clickbait, mehr oder weniger. So. Geheimnis 1, after the Zwings Swinging Blade, der Schreibfehler regt mir immer nur auf, aber ich bessere ihn nicht aus. Genau, hier liegen wir entlang. Hier oben ist dann die Kugel. Hier waren die Fenster vom Ausgang, wo man reinschauen konnte. Hier, ups. Hier ging's hier rein. Ja, hier hinter sind übrigens so Blutfontänen. Habe nur deswegen hingemacht, dass es sieht halt irgendwie gut aus, finde ich, wenn sie dahinter was bewegt. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die weiße Spiegelung ist Mondspiegelung vom Spiel, weil Spiel sagt, puh, mir doch wurscht, wenn da Wände sind, da spiegelt sie jetzt der Mond. Yay. Ja, hier ist die
Swinging Blade, also das Schwingbeil. Hier geradeaus ist die Spider on the Wall. Und hier ist eine Tür, beziehungsweise ein Durchbruch, ein Gang. Da kann man reingehen. Links Secret 1 von 4. Den Gang entlang. Hier ist sehr, sehr düster. Da hätte ich auch noch mehr Licht machen sollen und so. Könnte alles ausbessern. Habe ich aber nicht. Und werde ich auch nicht mehr. Das Workshop-Objekt bleibt, wie es ist. Go through door. Und nein, man muss nicht durch Wände glitschen. Das ist eine Tür. Nur so. Ja, und dann haben wir das to the Pink Penguin. Greetings to Channel 5 Gaming. Ja. No. So. Jeder, der mit Pink Penguins nichts anfangen kann, ist ein. Ja, ein Inside-Gag von Channel 5. Das ist der einzige Grund, warum die da sind. Hier machen wir Licht an. Das war Secret 1 von 4. Dann Secret 2 von 4 war im Zombie-Raum. Es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir dort sind. Ihr könnt einfach außen hin fliegen, aber Sinn war ja, dass man von die Easter Eggs, dass man die Strecke nicht mehr abfliegt. Darum machen wir das. Und ja, ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, mit WASD hier die Strecke abzufliegen. Aber mit gedrücktem Mausrad geht's quasi. Da. Dann hier rein. Das ist auch nur, naja, nicht alt, weil früher gab's den Abschnitt nicht, aber. Rückblickend bin ich nicht zufrieden damit. Mit der Wand. Ja. Hier durch die Lavagrube, hier an der Schlange vorbei, hier rein und hier ist der Zombie-Raum. Und es ist wirklich schwer zu finden, quasi fast unmöglich zu finden. Der einzige Hinweis ist quasi hier die Spinne wieder. Und wenn man. Ups. Wenn man sich genauer umschaut, halt, sieht man, dass hier an der Wand die Säulen aufhören und fehlen. Ist der einzige Hinweis. Und die Lampe dahinter ist schwer zu finden. Sehr schwer. Muss ich zugeben. Ich wollte es nicht einfach machen, aber das war schon ein bisschen übertrieben schwer. Dann geht man den Gang entlang. Kommt man hier runter und das. Zweite Secret ist einfach so eine Danksagung. Alle, die motiviert haben und so weiter und so fort. Da geht man einmal den Rundweg entlang. Da haben wir ein Brillibi für Feedback und so weiter. Vielen Dank. Dann haben wir an Hannibal auch danke für Feedback und dass du immer da bist im Livestream und so weiter. Dann haben wir einen Pyromecha, der auch quasi immer da war schon im Stream früher, seit Beginn, mir da viel geholfen hat und war lustig und schön. Der Hoshi natürlich auch immer da und sehr direkt im Feedback, was ich sehr schätze. Satinka war früher auch quasi immer da bei den Livestreams. Alle Rassen aus und Lara. Lara war die Zuschauerin, die High-Idee hatte. Glaube, darf ich hier so sagen. Vielen Dank dafür. Und natürlich der Badge für Last-Minute-Feedback, der man nur beim Fixen geholfen hat. Und wenn der nicht gewesen wäre, wären nur viel, viel, viel mehr Fehler drin, wie jetzt drin sind. Das war's. Das ist ein Rundweg. Gehen wieder raus. So,
Secret 3 war Where It All Starts. Und wo beginnt in der Regel alles immer? Richtig, beim Right Operator. Hier fliegen wir durch. Irgendwo. Schnellster Weg hier zum Right Operator ist hier, wo die Strecke wieder endet. Da, Right Operator, where it all starts. Auch hier, go through door. Nicht geh durch die Wand, sondern geh durch die Tür. Ich sag's nur, weil da ein bisschen gemeckert wurde. Secret 3 von 4. Das ist jetzt ein etwas längerer Weg. Hier runter. Dann sieht man nichts mehr, dann wird es hier hell, hier runter und hier runter. Runter, 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 runter. Hier wieder ein Pfeil, dann geht es hier lang. Und hier lang. Temple of Death, Version 1 ist es hier. Der Lichtanschalter ist einfach nur, dass man irgendwas sieht. Genau, und das war vor dem Redesign. Da fahren wir jetzt auch nur kurz damit. Habe ja gesagt, ist ein Video, wo ich alles zeige. Hier seht ihr schon, die Wände sind komplett anders. Die waren ganz, ganz früher so, wie sie da waren. Dann waren sie schwarz und das Schwarz ist dann hier auch geblieben bei der Warteschlange. Aber der Verlauf von der Warteschlange ist ja komplett anders. Es gibt keine Szenen irgendwie. Hier seht ihr auch die komplette Dings ist anders. Komplette Station. Also da sieht man schon deutliche Unterschiede, ne? Fahren wir mal damit. Das dauert nicht so lang wie. Wie von der finalen Version, weil es halt kürzer ist. So, ja, hier ist es weitestgehend gleich. Ja, designtechnisch halt so Kleinigkeiten wie Wandverkleidung und so. Da brauche ich nicht drauf eingehen, weil da wäre ich nicht mehr fertig. Oder dass die Stützen hier, die Custom-Stützen früher alle goldene Tempelblöcke waren und dann schwarz worden sind. Solch Zeugs brauche ich auch nicht erwähnen. Hier ist komplett anders. Hier ist einfach nur schwarz früher. Ja, die einzelnen Räume sind quasi komplett umgestaltet. Könnt ihr nochmal die Fahrtvideos vergleichen von früher und jetzt? Oder ladet euch einfach selber runter. Im Workshop gibt es die Version 1 nicht mehr. Gibt es jetzt nur einen Tempel. Ist halt diese hier, das Parkfile. Einen alten Tempel habe ich. Entfernt gibt es nur noch als Easter Egg hier. Oder als Geheimnis, ist ja kein Easter Egg. Ja, und hier ist halt so richtig grausam, ne? Ruckelig, komische Fahrt, die Stützen glitschen durch die Schienen und so weiter und so fort. Aber so war das halt früher da in der Version 1. Da sind Weltenunterschied, ne? So. Anderen Version und hier dann kurz runterfahren und eine falsch getimte Tür. Großartig. Das war Secret 3. Hier wieder raus und hier fliege ich jetzt einfach rauf. Einfach weil es einfacher ist. Das war Secret 3 und jetzt Secret 4. Wie gesagt, gibt es am Ende des Videos. Habe ich eigentlich gesagt. Da machen wir das jetzt auch so. Das waren die
Secrets innerhalb des Tempels. Also Secret 1, 2, 3 sind alle innerhalb des Tempels. Secret 4, jein. Aber das gibt's wirklich ganz am Ende des Videos. Auch wenn es dadurch chaotisch ist. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zum Start. Dann gibt es nämlich Easter Eggs. Zeige ich euch jetzt auch alle. Wie viel Easter Eggs es an sich letztendlich sind, kann ich euch... Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube 4 oder 5. Werden wir jetzt aber rausfinden. So, hier war der Startpunkt. Wieder ganz viel Schilder und so, die interessieren uns alle eigentlich nicht. Bis auf... da war bisher tatsächlich... Der Thomas Freaks, der einzige, der den Hinweis als Hinweis erkannt hat. Und zwar hier auf dem letzten Schild müsste es gewesen sein. Genau. Nachdem du alles gefunden hast, mach was du willst, fliege herum oder mach eine Fahrt bei Tag. Fliege herum. Wäre der Hinweis gewesen. Und bei Tag wäre der Hinweis gewesen, weil anders findet man nämlich das letzte Easter Egg nicht. Es ist... Ja. Irgendwer hat es aber gefunden, glaube ich. Weiß auswendig nicht mehr wer. Les Payne Weg ist... Ja, Easter Eggs, aber die sollen doch versteckt sein. Und hier ist ein Wegweiser. Ja, stimmt. Les Payne. Das hier ist... Ja... Einfach nur Les Payne, weil, ne, ist gleich vorbei dann. Dann dauert's nicht so lang. Da kann man runterspringen. Und dann macht's irgendwann Batsch und dann ist man da. Easter Egg schaltet die Taschenlampe ein. King Penguin. Ne? Wieder Channel 5 Dingens. Was ich vergessen habe, im Livestream auf Twitch ist das Ganze auch diverse Mal vorgestellt worden, unter anderem von Poetry Slam und von vom Illuminaten. Könnt ihr auch vorbeischauen. So, war's das hier? Joa, toll, Easter Egg und so, passt schon. Nein, das war's noch nicht. Das eigentliche Easter Egg ist hier. Wo ist der Hinweis aufs Easter Egg? Sind die Glühwürmchen. Hier alles grün und so mit Glühwürmchen und fröhlich. Und hier hinten sieht man lilane Glühwürmchen und so Menschen hängen. Und ja, ist einfach nur so Anspielung Aokigahara Forest. Wenn euch das nichts sagt, googelt's. Googelt diesen Wald, was es mit dem auf sich hat, ist ein real existierender Wald, Aokigahara Forest, einfach mal googeln und dann versteht ihr das Ganze hier wahrscheinlich besser. Dann kann man aber nur ein bisschen weiter gehen, man sieht ja nur die lila Glühbirnchen hier und da ist einfach auch wieder ein pinker bzw. toter Pinguin. So, zurück. Das war jetzt, naja, ich zähle es mal als 1, also die Grube plus Pinguin unten mit Taschenlampe einschalten. Ein Easter Egg. 2 Easter Egg. Einmal der Name und einmal der Pinguin. Sagen wir, es sind 2. Dann geht's weiter. Nummer 3 ist an sich kein Easter Egg, sondern einfach nur eine Sache, die man leicht übersehen kann. Und zwar, dass hier im ganzen Weg entlang, überall im Gebüsch, sind die Schattengestalten, die einen beobachten. Irgendwo sieht man immer so rote Augen leuchten. Zähle ich aber jetzt nicht wirklich als Easter Egg. Ist mehr so ein Design-Ding.
Wenn man danach sucht, findet man es natürlich nicht. Vorführeffekt. Ah, da sind immer all die Schattendinger versteckt. Die einen anschauen. Hier war doch. Trägt einfach nur zur Atmosphäre bei. Glaubt's mal einfach, die sind immer da. Sind die jetzt nur gerade keinen? Da hier aber gesagt, ist kein Easter Egg. Klar. Da nächstes Easter Egg. Wenn man hier so hinschaut, hier Fackeln und Fackeln und Fackeln. Und da steht eine einzelne Fackel. Fackel. Aber Sache, die auch viele übersehen, ist der Blutfleck hier. Und da ist ein Kopf. Und den kann man anklicken, den Kopf. Und dann steht da Indiana Jones. Weil Temple of Death und so ist man tatsächlich erst im Nachhinein eingefallen als Tempel des Todes, Temple of Death, dass das Indiana Jones Dingens ist. Und es hat halt nichts damit zu tun, aber so als Easter Egg habe ich den dann mal dahin geklickt. Ah, da hinten sieht man zum Beispiel eine Schattengestalt, die einen einfach nur anstarrt. Wir sind überall am Weg versteckt. So, was hat's mit der Fackel auf sich? Wenn man hier. Die Fackel beleuchtet ja den Baum, der da so liegt. Wenn man jetzt hier ein bisschen genauer rumschaut bei dem Baum, steht da Red Room. Natürlich eine Shining-Anspielung. Ja, aber da muss ich ja rumfliegen und du hast gesagt, da muss man auf dem Weg bleiben und bla bla bla. Ja, ist schon recht, meckert ein bisschen weiter. Könnt ihr auf dem Weg bleiben und könnt da durchschauen. Hm? Aber da muss ich ja fliegen und so. Es wird immer irgendwas meckert. Da ist jedenfalls das Schild. So. Das war das Easter Egg. Was gibt's noch an Easter Eggs? War jetzt Nummer 3. Dann gibt es außen auch, glaube ich, nur 4. Weil eins haben wir noch. Ein Easter Egg haben wir noch. Und das ist... Ja, jetzt muss ich schon wieder rumfliegen. Ja. Ist schon okay. Und zwar haben wir das hier. Und das sieht man bei Tag besser. Aber ich versuch's mal bei Nacht zu finden. Das sieht man tatsächlich nur, wenn man rumfliegt, was man ja nicht soll. Jetzt stellt man sich mal vor, hier ist der Mensch, der Dinge tut. Und dann fallen die Knochen runter. Die purzeln da so runter, so blub, blub, blub. Dann hat man hier nur eine Höhle, wo sie die Knochen sammeln und wo natürlich wieder ein Pinguin drin ist. Pinguin markiert ein Easter Egg, ne? Es ist einfach so. Das waren die Easter Eggs. Wie gesagt, Zeitstempel und so, ne? Dann haben wir nur ein Geheimnis über. Was einmal gefragt wurde, warum hast du da überall Wald und so, dass, wenn man aus der Perspektive hier ist, dass man den Eindruck hat, der Wald ist etwas größer und blickdicht, wie gesagt. Wenn man ein bisschen rumfliegt, drum sollte man das eben nicht tun, ist der einzige Grund, dass halt dann, man sieht, boah, hier ist der Start, hier geht's rum, hier ist die Grube. Es zerstört halt schon ein bisschen so die Illusion. Und man sieht Fehler, die ich auch erst nachher gesehen habe, wo es die Leute vorgestellt haben und gefunden haben, dass hier nun mal Bauschuttzeug rumliegt quasi. Sind auch nochmal diverse Teile, die einfach blöd in der Gegend rumliegen. Hier die für die Skelettwand und so. Habe übersehen, könnte nur löschen und updaten und so. Mache ich aber nicht. Weiterer Fehler ist, dass hier irgendwo schwebt hier einfach so ein Lautsprecher in der Gegend rum, der da natürlich nicht sein sollte. Hier ist er. Auch nur Fehler. Wollte ich auch nur verstecken. Habe auch nicht. So, letztes Easter Egg. Nicht Easter Egg, Geheimnis. Easter Eggs außerhalb, Geheimnisse sind die Dinger innerhalb. In die Chamber. Nummer 4. Hint.
You will not find it. Go to solution. Ja, man findet es nicht, weil solution ist tatsächlich dieser eine Sequencer, ist Geheimnis Nummer 4 und ist natürlich absichtlich hier platziert, dass man auf alle Fälle in die Kammer gehen muss. Wer ja schaut, wenn ich so eine Kammer baue, dann geht da keiner rein. Drum haben wir gedacht, packe einfach so Dings da rein. Wenn es wer nicht besichtigt, hat er halt Sache weniger gesehen. So einfach ist es. Dann machen wir hier. Steht alles da. Erst Pause. Dann Play. Dann, wie wenn man Achterbahn fahren würde, die Sequencer-Kamera. Da kann man Kameraperspektive festlegen. Dann sind wir hier. Und dann machen wir Pause wieder raus. Und dann haben wir einfach nur ein Feuerwerk. So, natürlich mit Pentagramm-Anspielung hier und kurzes Feuerwerk. Man sieht da in die Säulen, dass die so geflackert haben, ne? Dass da Lichter drin sind. Aber der eigentliche Zweck von den Säulen ist tatsächlich nur, dass sie die Feuerwerkdinger fürs Pentagramm versteckt. Hier, die schießen jeweils nach 4 Richtungen, die innen immer, und die außen nach 2 Richtungen. Jo. Das war's. Jetzt habt ihr wirklich alles gesehen, was der Tempel so zu bieten hat. Und quasi die Musterlösung hat jetzt auch 40 Minuten Video. Ja gut, die Quatsche. Hier, wenn man drunter fliegt, sieht man halt, drum soll man das nicht machen, dass man durchs Gelände fliegt. Gut, hier ist jetzt ein Licht an, aber es passt schon. Sieht man halt die ganzen Verstecken, Kammern. Hier die Danksagungskammer, dann da hinten die Channel 5 Kammer. Hier. Sieht man halt alles. Aber das ist my Temple of Death. Naja. Hier sehen auch sehr wenige. Ist nochmal Pentagramm in die Stützen eingearbeitet. Na, lauter so Kleinigkeiten halt. Ja. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung hier jetzt doch einigermaßen gefallen. Oder, ne? Wollt euch meinen Tempel einfach nochmal zeigen. Es war von vornherein der Plan, dass ich da auch einen Spotlight dazu mache, weil es halt wirklich ein Großprojekt von mir ist. Und das war's. Ich sag vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Es geht mit Spotlights demnächst wieder weiter. Habe ja gesagt. Servus.